Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf meinem Kanal Taktikfuchs Tactical Gaming. Ich hatte es euch ja versprochen, dass ich in meiner Winterpause, in der ich so ein bisschen reduziertes Programm mache, also in der meine regulären Let's Plays pausieren, dass ich da 3 oder 4 angezockt Reihen bringen möchte. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher starten, das Ganze hat sich jetzt ein bisschen verzögert. Aber nichtsdestotrotz, heute fangen wir an und unser erstes Spiel, in das ich reinspielen möchte, ist Last Train Home. An dieser Stelle möchte ich mich als allererstes bei Flo bedanken von THQ Nordic, der mir den Key für dieses Spiel hier zur Verfügung gestellt hat. Also vielen lieben Dank, Flo, falls du das hörst, an dieser Stelle an dich. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, denn ich muss ehrlich gestehen, dass das Ganze so in einem Szenario, in einem Setting spielt, das bisher so an mir vorbeigegangen ist. Auch wenn ich doch mich intensiv mit Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch der Zeit dazwischen beschäftigt habe. Aber die Geschichte dieser tschechischen Legion, um die es hier geht, das ging tatsächlich an mir vorbei. Also kurzer Abriss vielleicht zu dem Szenario, um was es hier geht. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Russland hat kapituliert. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt tschechische Truppen auf russischem Boden. Und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde ja die Tschechische Republik gegründet. Allerdings gab es auch der Tschechoslowakei feindlich gesinnte Kräfte, die im Westen Russlands stationiert waren, also tschechische Truppen oder aus dem Gebiet dort, und die wollten natürlich verhindern, dass diese Legion zurückkehrt in die neu gegründete Tschechoslowakei. Und somit blieb dieser Legion nichts anderes übrig, als den Weg, so paradox es klingen mag, nach Osten einzuschlagen. Und zwar bis nach Wladiwostok, um dann dort per Schiff wieder in die Heimat zu kommen. Und das Problem an der Geschichte ist nicht nur die riesige Strecke, die dort zurückzulegen war, sondern dass just in diesem Moment natürlich der russische Bürgerkrieg ausgebrochen ist zwischen den Bolschewiki, also den Roten, der Roten Armee und den Weißen. Und ja, in dieser Gemengelage zwischen oder auf fremdem Territorium zwischen zwei befeindeten Armeen, dort spielt dieses Szenario. Und wir, das ist so ein, was haben wir hier für ein Spiel? Wir haben so ein bisschen in Richtung Kommandos, Schleichen, verschiedene Klassen, verschiedene Soldatenklassen, die bestimmte Fähigkeiten haben. Wir haben einen Scharfschützen, wir haben einen Sanitäter, so das Klassische, was man kennt. Wir haben einen MG-Schützen und man muss sich hier durch diverse Missionen kämpfen, und zwischen diesen Missionen ist man eben mit seinem Zug unterwegs, und da gibt es dann wieder so ein Management-Teil, so ein bisschen Ressourcen Geschichte, Crafting auch, also man hat, man braucht Brennstoff für die Lokomotive, man kann den Zug upgraden, neue Waggons, neue Bewaffnung für den Zug und so weiter und so fort. Also es klingt alles in allem sehr, sehr interessant und ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann auch spielen wird. Und ich würde sagen, ohne jetzt groß noch weiter hier rumzureden, gehen wir es an. Wir starten am besten mal, bevor wir dann im Hauptmenü uns gleich nochmal im Hauptmenü sehen werden. Starten wir jetzt mal kurz mit dem Intro des Spiels. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß mit The Last Train Home. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů.
Bevor wir loslegen, schauen wir natürlich erstmal in die Optionen und dort vor allen Dingen in Richtung Schwierigkeitsgrad. Für alle, die darauf keine Lust haben, ich habe selbstverständlich wie immer in die Videobeschreibung eine Kapitelliste gepackt. Das heißt, wer keine Lust jetzt auf dieses Vorgeplänkel hat, kann natürlich direkt auch ins Gameplay springen. Überhaupt kein Problem. Aber erstens, wir gehen mal hier in die allgemeinen Optionen. Wir sehen die Textausgabe, die Sprache ist Deutsch. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also die Textsprache ist Deutsch. Das heißt, alle Oberflächen, Untertitel, ihr seht es ja hier alles auf Deutsch. Audiosprache ist immersiv. Das finde ich, ehrlich gesagt, naja, generell eine schöne Sache. Ich weiß nur nicht, ob es auf Dauer nicht ein bisschen nervig wird. Also immersiv bedeutet, dass jeweils in der Muttersprache gesprochen wird. Das heißt, wir haben jetzt gerade zu Beginn hauptsächlich tschechische und russische Sprachausgabe, allerdings dann mit deutschem Untertitel. Ich lasse es mal auf immersiv. Wen das stört, ihr seht's, ihr könnt natürlich auch die Sprachausgabe auf Deutsch stellen. Ich schaue einfach mal, wie es mir gefällt. Vielleicht passen wir das auch innerhalb dieses Angezockts auch noch an. Untertitel sind auf jeden Fall ein, sodass ihr auch mitlesen könnt. Anleitung anzeigen ist gut für den Start, dass wir hier so ein bisschen reinstarten. Auch da muss ich sagen, für alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen es, dass ich in diese Angezockt eigentlich immer mehr oder weniger blind reinstarte, ohne mich selbst vorher schon mit dem Spiel befasst zu haben. Das ist hier immer ein gemeinsames Lernen und Kennenlernen und kein Power Gaming oder sowas. Also wer das hier sucht, der ist bei mir auf dem Kanal sowieso generell an der falschen Stelle. Von daher finde ich es ganz gut, wenn wir so ein bisschen hier mit eingeführt werden und Anleitungen bekommen. Den Rest, den lasse ich hier einfach mal so stehen. Und dann gucken wir uns den Schwierigkeitsgrad an. Ich habe mich entschieden, das Ganze auf Kommandant zu spielen. Ihr seht, wir haben hier fünf Schwierigkeitsstufen. Der Kommandant ist die vierte, aber überzeugt hat mich eigentlich der Satz Optionen für diejenigen, die das Spiel so genießen wollen, wie es gedacht ist. Das finde ich ganz gut. Und damit ist es wahrscheinlich auch entsprechend fordernd. Treibstoff und Nahrungsverbrauch, man könnte das Ganze jetzt natürlich hier auch noch individuell anpassen, aber Treibstoff und Nahrungsverbrauch, ihr seht es ja alles, ist hier auf 100%. Spiel vorbei bei niedriger Moral, auch das ist eingeschaltet, so kann es hier zu einem vorzeitigen Ende kommen, wenn unsere Moral bricht, was auch immer das bedeuten mag, das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht wirklich vorstellen. So, also hier alles auf 100%. Dann haben wir hier unten Soldat gestorben. Dann gibt es eine Pause. Moral fällt auf 0. Ja, ich denke, das lassen wir auf den Standardeinstellungen. Ich wollte euch das hauptsächlich hier alles nur mal zeigen und auch die Möglichkeiten, die es hier noch gibt, das Ganze zu beeinflussen. Okay, soweit, so gut. Was ich an dieser Stelle noch dazu sagen möchte zum Ablauf dieses Angezockt, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viele Folgen ich machen werde. Ich würde mal sagen, mindestens 3 oder 4, vielleicht auch 5. Und die Folgen werden in einem Abstand von 2 bis 3 Tagen kommen. Das hängt dann auch davon ab, wie viele Folgen es letztendlich werden. Also wenn es 3 oder 4 Folgen werden, dann kann es durchaus sein, dass ich das in einem 3-Tage-Abstand mache. Wenn es 5 Folgen werden sollen, dann werde ich es wahrscheinlich in einem 2-Tage-Abstand machen. Sobald ich mit den Aufnahmen durch bin, komplett durch bin und das abschätzen kann, dann findet ihr das natürlich auch schon im Programmkalender. Den Programmkalender findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Eine letzte Sache noch, bevor wir loslegen. Wer Lust bekommen sollte, das Spiel selbst zu spielen, ihr findet das Spiel auch bei meinem Keyshop-Partner MMOGA. Bei Steam aktueller Preis 39,99 und bei MMOGA könnt ihr das Spiel für 25,99 erwerben. Das heißt, ihr spart 14 Euro und unterstützt damit noch meinen Kanal mit ein paar Prozenten. Also das ist eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Schaut doch mal bei MMOGA vorbei. Auch hier der Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann ja, bleibt mir eins noch zu sagen. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls er euch gefällt und ihr mehr von diesem Content in dieser Richtung sehen wollt. Dann am besten auch noch die Glocke klicken, dann werdet ihr über jedes neue Video informiert. Und dann können wir jetzt eigentlich loslegen.
Gut, dann gehen wir es gemeinsam an. Eine neue Reise. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit The Last Train Home. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco bílá armáda vznikla proto, aby se rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k rudým či bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba zkontrolovat vlak a můžeme vyrazit. Počul jsem, ako sa chválíte, že budete lepší major ako já. Nuž, uvidíme, ako vám půjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovat s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Gut, also hier sind wir und beginnen unsere erste Mission. Begib dich zu den Getreidemühlen. So, wir haben hier 4 Mann. Wir haben einen Kundschafter, einen Gewehrschützen, einen MG-Schützen und eine Sanitäterin. Das Schöne ist, also was ich schon gesehen habe, diese Charaktere sind nicht einfach irgendwie x-beliebige, ja, Klassen und Soldaten, sondern die haben wirklich eine Persönlichkeit und einen eigenen Charakter und werden sich im Laufe des Spiels dann auch entsprechend entwickeln und ja, in den Dialogoptionen kommt es dann eben auch immer wieder irgendwie zum Vorschein. Fand ich soweit von dem, was ich bisher gesehen habe, ganz nett. Dann schauen wir mal. Also wir können sie hier markieren. Rechtsklick ist dann bewegen. Unten sehen wir die Minimap, wo wir hin müssen. Auch, denke ich, alles selbst erklären soweit. Hier haben wir nochmal, das ist okay, das können wir wegmachen. Kamerasteuerung ist klar, also soweit. So weit in die Basics brauchen wir dann auch nicht runter. So, und hier brennt es dann schon mal. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Co, sammeln? Hier sind Gegenstände, die wir einsammeln können. Auch das mit Rechtsklick. Und ich vermute mal, dass hier... Aha. Was ist hier noch? Mal, dass sich das irgendwie anzeigen lassen. Ich guck mal, ob mit Alt irgendwas aufleuchtet. Nein. Ich weiß nicht, sind das hier dann. Zählt das hier als Säcke? Nein. Ach, hier drüben. Okay. Ah, okay. Wenn man drüber hovert, dann. Oh, nee. Und auch mit Alt. Leuchtet es auf. Da müssen wir hin. Okay, also Nahrung ist eine Ressource. Blíží sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. So, auf zum Bauernhof. Was? Ah. Dies ist der Rand des Spielbereichs. Okay. Sehr, sehr schön. Ja. Wir wollen aber zum Bauernhof. Oh, der brennt auch. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Okay, hier können wir aufmachen. Öffnet das Tor.
leží. Co, kom ale to? Her? Přišli Stalin. Jste zabít i mě? Nie, paní. Jsme československí legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. Okay, also das waren die Roten. Und was ist jetzt unser neues Ziel? Die Roten, die den Bauernhof niedergebrannt haben, wissen vielleicht nicht, dass wir hier sind. Wir können nicht den Zug riskieren. Während Missionen herumzulaufen, kann zusätzliche Ressourcen enthüllen. Okay, das heißt, man sollte wahrscheinlich die Karte auch wirklich komplett immer erkunden. Könnte ich mir vorstellen, dass man sich diese Zeit nehmen sollte. Und das machen wir jetzt auch direkt mal, oder? Laufen, wenn er uns das hier schon so anzeigt. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht irgendwo was finden. Hier auf dem Hof ist allerdings nichts mehr. Na komm. Die Zeit nehmen wir uns jetzt trotzdem. Da, ja, schaut. Da liegt was. Nahrung. Wunderbar. Und warum hat er uns eigentlich hierher gelockt? Einfach nur so? Dies ist der Rand des Spielbereichs. Das ist immer ja, sehr schön. Gut, wissen wir auch das? Schauen wir mal hier noch in Richtung Eisenbahnstrecke. Ano, pane. Dobře, du tam. Ja, da ist der. Kommt hier der Spielrand. Ano, aber auch pane. Da ist nichts. Keine Ressourcen mehr. Okay. Sei es drum. Rozumím. Aber doch, hier. Da blinkt wieder was. Treibstoff. Also eine weitere ano. Ressource neben Nahrung. Treibstoff. Und hier hinten haben wir nochmal Nahrung und Stoff. Und ah, direkt hier nehmen wir unsere Nase. Also, ihr seht schon, das. Lohnt sich auf jeden Fall, hier alles abzulaufen. Diese Zeit sollte man sich dann nehmen. Sammeln wir das hier mal ein. Hallo? Ano. Okay, haben wir das da oben auch eingesammelt? Okay. Hier ist Kartenrand. Wir sollen hier rüber. Ach, hier oben ist ein Aussichts. Okay. Okay. Hned tam budu. Na, da müssen wir jetzt ganz aus. Okay. Wir müssen hier außen rum. Alles klar. Also, was haben wir jetzt alles kennengelernt als Ressourcen, Stoff, Nahrung und Treibstoff? Also Nahrung und Treibstoff ist klar. Was genau aus Stoff gemacht wird, das müssen wir uns dann mal noch anschauen, wenn wir auf dem Zug sind, für was diese Ressourcen dann letztendlich eingesetzt werden. Also ich meine, bei Nahrung und Treibstoff ist es klar. Bei Stoff bin ich mir aktuell noch nicht so ganz sicher, was man da vielleicht Verbandsmaterial oder so. Pošlite niekoho z ďaleko hľadom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Okay, jetzt lernen oder jetzt kommen praktisch die unterschiedlichen Klassen zum Einsatz. Wir sollen also mit dem Kundschafter, das ist er hier, Maximilian Drapp. Profil und so weiter, das schauen wir uns mit Sicherheit auch noch an. Weiß nicht, vielleicht gegen Ende der Folge.
Schauen wir uns mal die einzelnen Charaktere etwas genauer an. Wir haben hier auf jeden Fall Bewegen, Stoppen, Lautlos-Modus. Also dann geht er ins Schleichen. Wir haben Angreifen. Und wir haben hier, wir sehen, dass er eben sein Fernglas dabei hat. Und deswegen sollen wir jetzt mit ihm hier oben auf die Plattform. Hey! To Červení zabili rodinu tej mlinárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť! Ach, da laufen sie noch. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Okay. Ausgangsbereiche. Bewege deine Soldaten am Ende einer Mission zu einem Ausgangsbereich. Ah, sehr schön. Also hier kriegen wir auch quasi, haben wir auch eine Anleitung, in der wir auf alles nochmal zurückgreifen können. Das finde ich immer ganz schön gemacht, wenn das in-game möglich ist. Hier oben haben wir jetzt unser Ziel. Erreiche den Ausgangsbereich in der Nähe des Zuges. Das haben wir hier auch auf der Minimap. Wir gucken mal trotzdem noch kurz hier runter. Laufen den Roten mal ein Stück hinterher. Vielleicht haben sie was vergessen. Ja, haben sie. Hier steht Treibstoff. Den nehmen wir mit. Hier liegt noch Stoff. Ah, für Reparatur. Na, okay. Geht zu schnell weg. Aber für Reparaturen und Verbesserungen konnte ich noch kurz lesen. So, dann laufen wir auch noch dieses Waldstück ab. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Und hier liegt tatsächlich auch noch was. Noch ein bisschen Nahrung. Ja, da waren die Kommunisten nicht gründlich genug. Und was haben wir hier? Oh, Munition sogar noch. Sehr schön, okay. Also auch Munition ist ein Thema. Gut, aber jetzt haben wir wirklich alles. Wir sehen praktisch hier auch auf der Minimap die Umrandung. Wir sehen aber noch ein paar graue Stellen, aber da kommen wir nicht ran. Das ist hier dieser See. Und die andere graue Stelle ist hier dieser See. Ja, gut, passt. Also, auf geht's zum Zug, zur Evakuierungszone. Oh, gesetz. Übungsschießen auf Vogelscheuchen. Okay, ja, Feuer. To nie sú strašiak. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Okay, die Baba Jaga. So, haben wir hier war noch mehr Vogelscheuchen. Oder Baba Jagas feuerfrei. Idú do útoku. Dle rozkazu. Und ein letztes Mal, oder? Ah, nee. Okay, Missionsziel abgeschlossen, aber komm, die knallen wir jetzt auch noch weg. Gut. So, ab zum Zug. Hier müssen wir rein. Und da kommt uns auch schon einer entgegen. Wir Legionäre, nigde nikoho nenecháme. Privete sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Genau, jetzt stehen wir alle drin, also können wir verlassen. Bestätigen. Gut. Deine tapferen und widerstandsfähigen Soldaten haben alle Hauptziele erfolgreich abgeschlossen. Die Mission war, ein wenig Nahrung bei den Einheimischen zu beschaffen. Doch als wir ankamen, brannte die Mühle und der Müller und seine Familie waren tot. Wir entdeckten den Trupp der Roten, der für das Verbrechen verantwortlich war. Doch Major Gatzig entschied, eine Konfrontation zu vermeiden. Wir haben es versucht und geschafft.
So, für die abgeschlossenen Missionsziele erhaltene EP werden unter den einzelnen Soldaten aufgeteilt. Okay, das ist das hier. 625 haben jetzt alle bekommen. Bei 2500 gibt es einen Stufenaufstieg. Hier haben wir einen Rang. Das waren alles Gefreite. Hier sehen wir nochmal die Ziele und, und was es für die einzelnen Ziele an Erfahrung gab. Das wird dann quasi aufsummiert und dann in dem Fall jetzt durch 4 geteilt, weil 4 Soldaten mit dabei waren. Hier haben wir nochmal eine Übersicht über okay, da sehen wir tatsächlich, was wir auch was wir verbraucht haben. Munition für Handfeuerwaffen 5. Munition für Gewehre, Kurzgewehre. Das wird also alles unterschiedlich berechnet hier und gefunden haben wir Gewehrmunition. Warte mal, was heißt 40 in Klammer 2? Und 200 in Klammer 10? Sind das Einzelschuss? 5 Magazine mit jeweils 7 Schuss. Nee. Na gut, werden wir noch dazu kommen. Schauen wir vielleicht uns mal, können wir jetzt hier mal uns mal die einzelnen Soldaten angucken? Nein, noch nicht. Machen wir mal weiter. So, die Reise beginnt. Als du und die anderen mit leeren Händen in den Zug steigen, wieso leere Hände, wir haben doch was gefunden, entbrennt eine Diskussion über die kürzlichen Ereignisse. Manche sind wütend, andere verunsichert, du hingegen grübelst über deine neu erworbene Erfahrung als Anführer nach. Major Gatzig packt dich bei der Schulter und reißt dich aus deinen Gedanken. Ah, okay, da kommt keine Sprachausgabe, dann lese ich es euch vor. Das war gute Arbeit, Hauptmann. Aber lass dich nicht zu Angebereien hinreißen und werde deiner Rolle gerecht. Heute hast du die Grundlagen als Anführer erworben. Nichts läuft jemals so wie erwartet. Antonin Kura sagt, wir hätten die Roten nicht einfach laufen lassen dürfen. Sie müssen für ihre Taten bezahlen. Mord, Diebstahl und das Vernichten von Lebensmitteln. Magdalena Semeka, das war die Sanitäterin, die dabei war. Wahrscheinlich, die Namen habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Antonin Kura war mit Sicherheit auch einer der Soldaten in diesem Trupp. Unsere Übergangsregierung will, dass wir Konflikte vermeiden. Wir dürfen nicht einfach Urteile nach eigenem Ermessen fällen. Wir müssen unsere Befehle befolgen. So, was dadurch die Situation, das ist das, was ich meine mit oder was ich gemeint habe mit dem Charakter der einzelnen Soldaten. Also da, die tendieren alle schon in eine bestimmte Richtung. Die haben alle irgendwelche Ideale oder so und dementsprechend entwickeln sich dann auch diese Dialoge. Die Situation wurde beeinflusst, weil Maximilian Drapp über diese Eigenschaft verfügt, intelligent. Aha. Und deswegen reagiert er jetzt so, wie er reagiert. Seht nur, was sie ihren eigenen Leuten antun. Was glaubt ihr, werden sie mit uns anstellen, wenn wir uns ihnen in ihrem Land widersetzen? Unsere Truppe ist nicht gerade klein, aber es braut sich ein Bürgerkrieg zusammen. So, und jetzt haben wir unsere erste Entscheidung. Entweder wir müssen neutral bleiben, wir sind Soldaten und befolgen unsere Befehle. Was hätte es für Konsequenzen, wenn wir sie auf frischer Tat beim Ermorden von Zivilisten ertappen? Tja, ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt werden wir hier erstmal ganz auf Linie reagieren. Wir müssen neutral bleiben. Wir sind Soldaten und befolgen unsere Befehle. Darauf sagt Kura, trotzdem glaube ich, dass sie abhauen würden, wenn wir uns ihnen stellen. Und der Major sagt, sie wären sicher begeistert, uns zu sehen. Sicher würden sie allen erzählen, dass tschechoslowakische Legionäre eine ehrliche Müllers-Familie getötet, ihre Mühle niedergebrannt und alle Vorräte vernichtet haben. Ziehen wir dann weiter nach Moskau, wie geplant, oder müssen wir mit Ärger rechnen? Wir holen in Moskau meinen zukünftigen Berater an Bord, Hauptmann Langer. Er verhandelt gerade unsere sichere Weiterfahrt nach Wladiwostok. Okay. So, Josef Levi.
Hoffentlich tragen seine Verhandlungen Früchte. Mhm. Hoffen wir es. Wo wir gerade von Früchten reden, wir sollten dringend unsere Vorräte an einem der nächsten Bahnhöfe auffüllen. Weggetreten. Hier oben sehen wir nochmal Treibstoff. Aha. Also Treibstoff, Gesamtverbrauch, Lokomotive, Zugstier, Artilleriewagen aus, Infanteriewagen aus. Okay, scheinbar kann man das später alles noch... Ah, das ist die Heizung. Okay. Okay, also hier gibt es dann tatsächlich so noch ein Ressourcenmanagement innerhalb dieses Zugmenüs. Interessant. Wir haben Nahrung. Hier können wir praktisch auch die Rationen bestimmen. Ihr seht's, also bei voller Ration reicht unsere Nahrung aktuell 28 Tage. Und wenn man das Ganze halbiert oder noch weiter reduziert, dann hat es entsprechende Auswirkungen auf halbe Ration. Soldat erhält nicht genügend Nahrung, um satt zu werden, hat aber genug, um keinen Hunger zu leiden, hat später den Status hungrig zur Folge, was auch immer der Status hungrig dann wiederum auslöst. Wir haben Geld, um Gegenstände und neue Waggons zu kaufen. Wir haben Holz, Reparaturen für Reparaturen und Verbesserungen. Kann zur Herstellung und Erforschung verwendet werden. Kann bei Bedarf zu Treibstoff demontiert werden. Aha, okay, Brennholz dann. Und dann haben wir Metall. Das ist ebenfalls zum Reparieren und Verbessern. Und Stoff, genau, ebenso. Und auch der kann zu Treibstoff quasi gemacht werden. Also kann verfeuert werden. Kräuter. Was? Was? Kräuter können bei Bedarf zu Treibstoff demontiert werden? Okay, das... finde ich jetzt, also bisher war es einigermaßen schlüssig, also beim Holz definitiv, beim Stoff war es schon etwas komisch, aber bei den Kräutern, naja, Bioethanol, Schießpulver, okay, da können wir, okay, alles klar. Gut, die Reise beginnt, begib dich nach Suchinichi, um weitere Vorräte für die lange Reise zu beschaffen, fortfahren. Dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden... Achso, halt mal. Wir fahren schon. Mit Leertaste kann man pausieren. Was ist denn hier passiert? Oh, hier kann man richtig schön komplett reinzoomen und komplett rauszoomen. Wir gucken uns mal die Karte an. Das sieht hier schon sehr, sehr schick aus. Wir sehen hier die Bahnlinie. Hier ist Suchinichi. Nochmal. Suchinichi. So, eigentlich gar nicht so schwer. Und hier oben ist Moskau. Okay. Den Rest sehen wir noch gar nicht. Okay, gut. Also ist immer nur so das aufgedeckt, was man schon kennt. Wir gucken hier oben nochmal. Wir haben einen Sanitätswagen. Wir haben zwei Infanteriewagen, einen Lagerwagen, einen Artilleriewagen und unsere Lokomotive, die scheinbar Zugstier heißt. Wir können uns das auch mal hier anschauen. Oh Gott. Okay. Verbesserungen 10 von 12. Verbesserter Kessel, robuste Wärmerohre und so weiter und so fort. Die Lokstärke bestimmt, wie viele Wagen angehängt werden können. 5 hängen dran, 9 können dran scheinbar. So würde ich das jetzt mal verstehen. Lagerkapazität 8000. Ich nehme an, dass das diese Lagerkapazität ist wahrscheinlich die Summe dieser Ressourcen. Oder also was man maximal hier dann praktisch haben kann. Und wer ist hier drin? Hier haben wir Leute eingeteilt. Lokführer. Tag- und Nachtschicht. Okay. Tag und... Krass. Okay. Da geht doch einiges. Die Geschwindigkeit der Lokomotive ist niedrig und der Treibstoffverbrauch hoch. Der Schaden durch das Verbrennen von Treibstoff ist durchschnittlich. Ihre große Stärke ermöglicht jedoch eine erstklassige Waggonkapazität und eine enorme Haltbarkeit. Ihr Tender bietet eine durchschnittliche Ladekapazität. Okay, was können wir hier? Weise Soldaten Tätigkeitsplätze zu. Arbeitseffizienz. Ah, er ist Lokführer auf Level 1. Er ist Lokführer. Okay. Das heißt, die lernen da wohl auch mit der Zeit und werden dann effizienter. Arbeiter Level 1. Okay. Also hier dann sind immer zwei eingeteilt. Gut, was sehen wir noch? Können wir hier jetzt auf den Artilleriewagen? Ah ja, da ist dann auch einer eingeteilt. Vorrat an Artilleriegranaten 7.
Maschinengewehrposten ist nicht besetzt. Hat das einen Grund? Mhm. Ruht sich den ganzen Tag aus, ruht sich nachts aus. Aha, okay, die sind also noch ohne Arbeit hier. Ja, dann komm, dann geh doch du mal. Halt. Ja. Und nachts. Gehst du dran. So, was haben wir noch? Infanteriewagen, da sitzen unsere Leute drin. Da sehen wir, dass wir noch Platz haben. Der zweite Wagen ist noch nicht ausgelastet. Sanitätswagen, Ärzte zugeteilt. Aber wir haben ja noch niemand verwundet ist und das ist die Lagerkapazität. Okay, hier oben haben wir ja nochmal die Ressourcen. Was haben wir hier? Aha, hier können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Und quasi dann verbrennen wir mehr Treibstoff, aber sind schneller. 4 untätige Soldaten. Nee, ich denke, wir reisen hier mit Normalgeschwindigkeit. Hier haben wir einen Überblick über all unsere Soldaten. Ich würde sagen, das ist was, das schauen wir uns vielleicht in der zweiten Folge an. Ich würde gerne in dieser Folge noch eine Mission spielen, deswegen lasst uns mal weiterfahren. Was bedeuten diese Zeichen hier? Da ist ein Haken dran. Das ist wahrscheinlich, ich würde das mal als, Bedrohungsstufe oder sowas wahrscheinlich, dieser eine Totenkopf, weil wenn ich jetzt mal nach Moskau gehe, dann haben wir hier 4 Totenköpfe. Wir klicken die Mission hier mal oder das hier mal an. Mission, empfohlene Truppgröße 5, genau, Schwierigkeit, also schon. Potenzielle Belohnungen, neuer Soldat, EP, Treibstoff, okay, alles klar. Gut, dann lasse ich mal laufen. Wir sehen, wie unser Zug hier fährt. Halte die Spielzeit an oder beschleunige. Auch das ist klar, können wir hier oben machen. Da können wir unseren Zug verfolgen. Das sieht doch schon sehr, sehr schick aus. Was haben wir hier? Hier können wir schnell speichern und ein Nachrichtenprotokoll. Und jetzt sind wir hier gleich. Um interessante Orte zu erkunden, müssen Trupps eingesetzt werden. Das werden wir hier, was haben wir da? Truppübersicht. Neuen Trupp erstellen. Können wir hier... Achso, einsetzen, das machen wir wahrscheinlich, sobald wir angekommen sind. Jetzt, den jetzt schon erstellen auf der Fahrt macht wenig Sinn. Und da erreichen wir den Ort in den Morgenstunden. So, müssen wir den Zug jetzt manuell, muss ich stoppen? Nee, der Zug hält hier von alleine, weil es ein interessanter Ort ist. Okay, eine schicksalhafte Begegnung. Der Zug hält einige Dutzend Meter vor dem Bahnhof. Ein weiterer Zug versperrt den Weg. Als du und andere aus dem Zug aussteigen, werdet ihr mit ernster Stille und ein paar Gewehren begrüßt, die in der Nähe des Bahnhofs in eure Richtung gerichtet sind. Ein großgewachsener Offizier der Roten Armee geht auf dich zu, begleitet von 2 Soldaten. Seid gegrüßt, Legionäre. Mein Name ist Adam Morozov. Wer hat den Befehl über eure Einheit? Major Gatzdik steigt aus dem Zug aus und schüttelt Morozovs Hand fest. Du siehst seine andere Hand, die auf dem Heft seines Grabenmessers ruht. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er Ärger wittert und du weißt, dass er sich selten irrt. Aha. Major Ottokar Gatzdik, ich habe den Befehl über diesen Zug. Wem verdanke ich dieses Vergnügen, General? Morozov zeigt eine Mischung aus Belustigung und Genugtuung. Er ist sich offensichtlich nicht sicher, ob der Major seinen Rang an den Abzeichen auf seiner Uniform oder an seinem Ruf als Helden des großen Kriegs erkannt hat. Aha. General Morozov, das hier ist reiner Zufall. Ich habe in der Nähe Familie besucht. Trotzdem ist unsere Begegnung ein Glücksfall, denn ich habe einen Vorschlag, der für beide Seiten von Interesse ist. Was wollen Sie, Morozov? Sagen Sie schon, ich bin ganz Ohr. Und so sollte es auch sein, mein Freund, denn es liegt in meiner Macht, Ihnen sichere Durchreise durch Russland zu gewähren. Das ist doch das, was Sie wollen, oder nicht? Dafür müssen Sie uns nur Ihre Waffen übergeben.
Unsere Waffen abgeben? An Sie? Sicher nicht. Sie werden sie wahrscheinlich nutzen, um damit auf uns zu schießen und dann den ganzen Bahnhof niederzubrennen. Ihre Legionäre sind nicht die Ersten, die hier durchkommen. Ihre Landsleute haben ihre Waffen ohne Zwischenfall übergeben. Um ihren Soldaten willen tun sie, was ich verlange, oder sie werden es bereuen. Also, wir haben es ja mitbekommen, die Story ist ja die, wir sind die Letzten, die jetzt hier auf dem Weg in Richtung Vladivostok sind. Also vor uns sind schon mehrere oder viele dieser Züge mit tschechischen Legionären auf diesem Weg gewesen. Oh, ich bin sicher, sie beabsichtigen, uns unbeschadet mit einem vollen Bauch und glücklich unserer Wege ziehen zu lassen. Sie haben meine Antwort gehört, General. Geben Sie Schießbefehl oder machen Sie den Weg frei? Es ist Ihre Entscheidung. Okay, unser Major geht auf Konfrontationskurs. Morozov starrt Gatzdik lautlos an. Ein paar Legionäre bewegen sich unruhig und nehmen ihre Gewehre in die Hand, die sie trotz der offensichtlichen Bedrohung bisher geschultert hatten. Dann hebt Morozov langsam seine Hände und lächelt. In seinem Gesichtsausdruck ist keine Spur von Täuschung zu erkennen. Er wirkt entspannt, beinahe zufrieden. Ich schätze Ihre Offenheit, Major. Ich schätze, wir beide wissen, wo wir stehen. Auf Wiedersehen. Okay. Mit einem höflichen Nicken wendet sich Morozov ab und steigt, gefolgt von seinen Soldaten, in den Zug der Roten und fährt ab. Alle sind ein wenig verunsichert. Die Abfahrt des Zuges gibt den Blick auf den Bahnhof frei. Dort wartet eine Katastrophe. Oh je. Gut. Begib dich nach, das haben wir geschafft. So, fortfahren. Wir starten die Mission. Wir setzen unseren Trupp ein. Empfohlene Truppgröße 5 Mann. Was heißt Missionskosten? Artillerieschlag wird verfügbar. Okay. Okay. Missionskosten 5. 8. Wir erstellen mal hier den Trupp und gucken, was wir hier haben. Wir haben... Ja, Maximilian Trapp hatten wir gerade schon dabei. Ich guck mal, hier sehen wir sowas wie Ausdauer. Okay, weil der beim letzten Mal dabei war, verliert er Ausdauer. Auch sehr, sehr interessant. Kennen wir von Phoenix Point, die Geschichte mit der Ausdauer. Ich vermute, dass der Balken hier in der Mitte Auswirkungen hat. Da, wenn es da drunter fällt, wird er wahrscheinlich Abzüge bekommen. Wir haben einen neuen Soldaten. Josef Messlik, der beim letzten Mal nicht dabei war, aber im Grunde ist es ja jetzt einfach, ne? Weil wir sollten einen 5-Mann-Trupp zusammenstellen und es sind, glaube ich, 5. Also wir nehmen den jetzt mal mit hier. Maschinengewehr, Posten, Trab, zack, zack, zack. Alle 5 oder jetzt sind sie zu 5 hier dabei und wir starten. Einsetzen. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyraste, ale majte oči aj uši na stopkách. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Suche in der Nähe nach Einheimischen. Ich vermute mal, dass die Roten hier alles getötet haben. Zaujímám pozici. Už du. Also hier unten sehen wir schon das Missionsziel, aber ihr habt ja mitbekommen, dass es sich lohnt, alles abzulaufen. Deswegen gehen wir mal hier schön am Rand entlang und gucken uns hier auch mal alles an. Nicht, dass uns irgendwo Ressourcen durch die Lappen gehen. Der eine ist irgendwie deutlich schneller als der ganze Rest. So. Hier ist nichts, hier kann man auch nicht rein. Okay. Da liegen Tote. Hier ist ein Sanitätskasten. Okay, verarzte den verwundeten Zivilisten mit Hilfe des Sanitätskastens. Also einmal Sanitäter hier ran. Oh, was ist das? Hä? Ach, da haben wir noch einen weiteren Sanitäter bekommen. Okay. Dann verarzten wir mal den hier. Läuft es schon? Nee. Hä? Komm mal. Ah, hier. Heilen. So, wir laufen
hier mal noch ein bisschen rum, ob wir irgendwo Rohstoffe finden. Sme československí legionári na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. A udá se jim zase. Nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí, ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo támhle. Okay, also die haben die Brücke hier quasi sabotiert, wenn die jetzt drüber fahren würden. Die Sache wird langsam spannend. Neues Hauptziel. Erwirbt das Reparaturset zum Ausgangsbereich eskortierte Legionäre. Genau, weil wir ja jetzt, wir sind zu sechst jetzt. Ne? Wir haben hier irgendwie noch einen Sunny dazu bekommen. Aber hier, also ressourcenmäßig haben wir hier bisher überhaupt nichts gefunden. Dobře, jdu tam. Noch mehr Tote hier. Postarám se o to. Da kommen sie. Oh, shit. Warte mal, können wir die hier... Sind wir hier irgendwie? Komm mal da. Jsem připravena. Kriegen wir die irgendwie... Du do krytu. Kriegen wir die so ein bisschen in die Zange? Kommen die? Oder bleiben die jetzt stehen? Deckung. Hä? Es besteht ein bedeutender Unterschied zwischen weicher und harter Deckung. Also achte darauf, wo sich deine Soldaten verstecken. Aha. Ah, die kommen. Die kommen. Oh, jetzt haben sie uns gesehen wahrscheinlich, ne? Wir eröffnen selbstständig das Feuer. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Jetzt sollen wir mal, wenn wir jetzt pausieren, kann ich jetzt hier selbst noch irgendwas, kann ich das mit bestimmten Fähigkeiten machen? Posluchám, pane. Nee, also das haben sie jetzt selbstständig gemacht, weil sie wahrscheinlich auch unter Feuer waren. Oh, shit. Okay. Ja, der Scharfschütze oder der Schütze hat es hier gemacht, der Kundschafter. So. Das war jetzt noch relativ überschaubar von der Schwierigkeit her. Aber wir haben unseren ersten Feindkontakt überlebt. Und wenn ich das hier richtig sehe, wir haben selbst keinen Treffer abbekommen. Also das lief ganz gut. Hat also die Deckung auch ihre Wirkung gezeigt. So, hier ist ein Friedhof. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. So, greife den in Deckung liegenden Feind an. Und jetzt müssen wir... Bajonettangriffsfähigkeit. Mit ihrem Bajonettangriff können Gewehrschützen in Deckung liegende Gegner ausschalten. Der liegt in Deckung quasi hier und wir sehen seinen Sichtbereich. Und wir haben einen Gewehrschützen, das ist er hier, Bredrich Kopecki, und der hat den Bajonettangriff. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal die anderen... Und bringen die... Posluchám, pane. Jdu do krytu. Hier in Deckung. So, und jetzt schießen die schon. Und jetzt nehmen wir mal ihn halt. Und jetzt nehmen wir ihn und sagen ihm Bajonettangriff auf ihn hier. Attacke. Jetzt ist er abgelenkt und er stürmt. Zack. Okay, so funktioniert das Ganze.
Wo ist der Rest? Hier nachrücken. Also ihr habt gesehen, den Bajonettangriff, ich habe das jetzt nicht direkt auf den Gegner, sondern das ist so ein Bereich, in dem man das reinsetzen kann. Wenn hier jetzt mehrere Gegner gewesen wären, hätte er das, glaube ich, gegen mehrere Gegner gemacht. Allerdings wird es dann zunehmend schwieriger, ne? Wenn die dann anfangen, auf ihn zu feuern. Aus dem Grund war es auch, glaube ich, ganz gut, dass wir hier mit unseren eigenen, mit den restlichen Soldaten das Feuer eröffnet haben, um hier ein bisschen abzulenken. Da steht wieder einer. Zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Okay, jetzt werden wir, glaube ich, ins Schleichen eingeweiht hier. Ihr merkt schon, das hat jetzt hier alles noch Tutorial-Charakter. Lautlos-Modus. Also, wir gehen jetzt in den Lautlos-Modus. Und jetzt schleichen alle. Gut. Vidím nepřítele! Greife unerkannt an, um eine lautlose Eliminierung durchzuführen. So, kann das jeder? Kann jeder lautlos töten? Scheinbar ja, wir haben jetzt alle ausgewählt. Wir sehen auch immer, wenn man drüber geht, über den feindlichen Soldaten, das ist später mit Sicherheit wichtig, das kennen wir aus Kommandos oder so, den Sichtbereich. Ne? Also wenn wir uns jetzt von hinten annähern, dann erkennt er uns natürlich nicht, wenn wir im Schleichmodus sind. Und ich gucke die hier mal durch. Er hat natürlich eine Granate, aber das wäre der Bajonettangriff. Nee, ich denke, dann ist es einfach nur, solange wir im Schleichmodus sind, jetzt wird einer, wird jetzt diesen... mit dem Messer. Jawohl. Haben wir. Und jetzt geht's hier weiter. Wir sehen den Sichtbereich. Schön. Das kriegen wir jetzt hier auch nochmal. In der taktischen Ansicht kannst du wichtige Informationen überprüfen und die nächsten Schritte planen. Hier ist das Reparaturset, das wir haben wollen. Und hier ist, was ist das? Hier können wir heilen. Das ist eine Gulaschkanone, oder? Ja. Okay. Aber wir müssen jetzt erstmal die beiden Russen hier ausschalten. Also die beiden Kommunisten hier ausschalten. Das heißt, ich werde jetzt einen auswählen. Ich pausiere mal und mache jetzt, und dann nehmen wir den zweiten noch hier hin. Aha, man kann also schön im Pausemodus die Befehle geben. Das gefällt mir, das kommt mir sehr recht. So, jetzt machen wir mal hier Rechtsklick. Sie tötet ihn. Er tötet ihn. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, okay. So, wir haben hier unser Reparaturset. Und damit können wir die Brücke reparieren. Zum Heilen des verwundeten Soldaten verwenden, aber das kann ich aktuell nicht anklicken. Spricht dafür, dass wir keinen verwundeten Soldaten haben. Also es geht uns allen gut. Und dann können wir hier die Brücke reparieren. Gut. Měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Už jdu. Okay, begib dich zum Wachturm. Měním pozici. Den haben wir hier oben. Postarám se o to. Bleibe innerhalb des Bereichs, um den Turm einzunehmen. Im Lautlos-Modus kannst du keine strategischen Punkte einnehmen. Ist da... So, wir müssen jetzt wahrscheinlich aus dem Lautlos-Modus raus, ne? Jetzt läuft der Timer. Jetzt nehmen wir ihn. Aha, schön, da wird eine Fahne gehisst. So. Musíme ich zastavit. Neexistuje nič, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Okay, wir haben jetzt hier Sicht bekommen, weil wir den Turm eingenommen haben. Und jetzt geht es hier darum, diese beiden
LKWs mit der Artilleriemunition zu zerstören. Und hier stehen auch jede Menge Bolschewiki außen rum. Was haben wir hier? Hier sind auch zwei. Připraven. Počúvam. Hä, halt mal, das sind unsere hier, oder wie? Som tu. Presne tak. Ja, okay, die beiden gehören jetzt auch noch zu uns, alles klar. Und wir haben Granaten. Das heißt, der kann die eigentlich direkt hier rüberwerfen, oder? Ja, let's fetch, sprach der Frosch. Odistić, zahodić. Okay. Damit ist alles erledigt. Dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Ja klar, unser Kundschafter hat ein Fernglas, ne? So, wir bringen erstmal die anderen hier noch mit ran. Wenn du nicht weißt, was du nicht weißt, kann dich dein Leben kosten. Betreibe Aufklärung im Gebiet jenseits der Brücke. So, jetzt sind wir hier aber doch einen ganz schön großen Trupp hier. Und jetzt nehmen wir mal hier den Maximilian und gehen mit ihm hier vor. Ah, wir kommen hier noch nicht rein. Okay, ja, dann nehmen wir das Fernglas und machen... Ah, cool. Okay, zack. Ho. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Okay, Maschinengewehr. Hannibal vor den Toren. Jetzt mit Zeitdruck. Das ist ja überhaupt nicht meins. Komm, kriegen wir aber hin. Wen haben wir denn? Kundschafter. Hier ist der MG-Schütze. Zack, dann bringen wir den MG-Schützen hier hin. Zaujímám pozíciu. Und machen... Ja, komm. Bring ihn mal hin, bau erstmal auf. So, und jetzt kommt das hier, konzentriertes Feuer. Rozkladám. Baut er jetzt hier auf? Scheinbar, ne? Ja, hat er. Schaltet die Angreifer aus, 0 von 5. Da kommen sie. Jetzt kommt Maschinengewehrfeuer. Ja, das... Sieht gut aus, aber einer flieht. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok. Starten wir einen Artillerieschlag und lassen die Bastarde für ihr Verbrechen bluten. Okay, vernichte die gegnerische Stellung mit einem Artillerieschlag. Den haben wir hier. Tja. Au. Aha, ako to búcha. Wow, prišli sme okay. Si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Okay, Gas geben. Wir gucken mal, ob wir hier jetzt noch was einsammeln können. Wir gucken trotzdem nochmal schnell hier rein. Ja, kommen wir da hin? Ne, da kommen wir nicht hin. Okay, dann gehen wir über die Brücke. Den Burschen hier, der muss jetzt erstmal noch das abbrechen. Dann nimmt er sein Maschinengewehr wieder mit. Und wir haben hier noch ein bisschen was zum Einsammeln an Ressourcen. Hier unten sehen wir, dass wir jetzt einen Artillerieschlag weniger haben. Aber wenn ich das richtig deute, 3 von 4, ich weiß nicht, ob das dann wieder aufbaut. Pojedeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Nahrung, hier liegt noch Treibstoff. Tak ja to hier liegt Stoff. Hier liegt Treibstoff. Skvelé. Palivo je ta najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. Finde Munition. Ja, Leute, dann glaube ich doch fast, wir gehen nochmal hier runter. Wahrscheinlich ist hier doch in diesem Depot irgendwie was, oder? Wo wir die LKWs zerstört haben. Könnte ich mir vorstellen.
Ano. Ano, už jdu. Schauen wir mal hier rein. Oder kommen wir... Ja, wir kommen hier gar nicht rein. Ernsthaft? Wir kommen hier nicht rein. Okay, dann ist das nicht vorgesehen. Aber irgendwo muss eigentlich... Sollte noch Munition sein. Denn das ist eine Nebenmission. Připraven. Komisch. Na pozici. Guck mal, wir kommen hier über... Hier ano, kommen pane, wir rüber. Aha. Poslouchám. Rozumím. Hä? Oh Gott, habe ich das Spiel kaputt gemacht? Hledám kryt. Sie konnten, da konnten sie hinlaufen, aber hier nicht? Nee. Sem na cestě. Das ist irgendwie... Du, okay, ihr seht's, wenn ich hier hinklicke, was sie dann machen. Leute, hier suchen wir rum. Da liegt sie, die Munition. Alles klar. Und damit ist auch die Nebenmission geschafft. Alle Einheiten auswählen. Keď mi v kulomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Und dann verlassen wir dieses Dörfchen. Wir müssen alle fünf hier reinbekommen, beziehungsweise wir sind ja nicht mehr zu fünf, wir sind ja zu siebt. Wir haben zwei Soldaten im Laufe dieser Mission dazugekommen. Verlassen. Deine tapferen und widerstandsfähigen Soldaten haben alle Hauptziele erfolgreich abgeschlossen. Major Gutstick schickt uns aus, um ein Dorf vor uns auszukundschaften. Wir entdecken, dass die Roten die Dorfbewohner niedergemetzelt und alles geplündert hatten. Wir erwischten sie sogar bei den Vorbereitungen für einen Hinterhalt für unseren Zug, also mussten wir uns um sie kümmern. Wir haben es versucht und geschafft. Erfahrungspunkte gibt's dazu. Jawohl. Medaillen zuweisen. Okay, eine Medaille gewährt dem ausgewählten Soldaten zusätzliche EP. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir das doch mal. Unser MG-Schütze hat sich die Medaille verdient. wir können drei. Alles klar. Dann der Grenadier und der Scharfschütze. Wunderbar. Also, damit haben wir einen Levelaufstieg und Beförderungen. Ihr seht's, Stabsgefreiter. Und, vom Gefreiten direkt zum Stabsgefreiten ein bisschen was übersprungen. Aber das schauen wir uns dann in der morgigen Folge an. Dann beschäftigen wir uns mal ein bisschen mehr mit unseren Charakteren und mit den Charaktereigenschaften. Und jetzt mit Sicherheit auch durch diesen Stufenaufstieg gibt's wahrscheinlich gewisse Perks, die man lernen kann. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann morgen an. Genauso wie diesen Dialog, der jetzt hier losgeht wieder. Beziehungsweise morgen ist falsch. Ich werde diese angezockt in einem Abstand bringen. Ich denke, so alle zwei oder drei Tage wird eine Folge rauskommen. Das weiß ich noch nicht genau. Das hängt auch davon ab, wie ich mit den Aufnahmen vorankomme. Also morgen definitiv nicht. Eventuell übermorgen, allerspätestens in drei Tagen, sehen wir uns wieder mit The Last Train Home. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut dann auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Eure Kommentare, schreibt mir mal, wie ihr es bisher findet, wie es euch gefällt, ob ihr selbst schon mal angezockt habt. Und wer noch nicht abonniert hat, auch da würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Klickt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschö, tschö.